Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Okay, ich gucke jetzt erstmal kurz, wo wir überhaupt hin müssen. Das ist hier Bomesia. Und ich werde jetzt nicht extra einen Schokobo holen. Ich werde jetzt einfach ganz normal bloß dahin laufen. Ist vom Weg jetzt auch nicht ganz so weit. Ach, ist es das schon? Upala, das ging aber echt fix. So, bevor ich reingehe, werde ich aber nochmal schnell speichern. So, okay. Mit Level 40 sollte das dann eh kein Problem mehr sein. Dinshot-Tal. Sagt mir gar nichts. So, dann rein da. Hier in Bomesia scheint es auch irgendwie immer zu regnen. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das jetzt nur diese Zeit verdeutlichen soll, wo alles so schlimm ist und so. Keine Ahnung. Das ist also das Heimatland von Freya. Hey Freya, komm schon, beeil dich. 5 Jahre schon, seit ich meine Heimat verließ. Doch in meinen Träumen konnte ich sie nie vergessen. Keine Nacht, in der ich nicht von ihr träumte. Ich bin zu Hause. Auch ich habe mich seit damals gewandelt. Und nun ist die Zeit gekommen, in der meine Fähigkeiten als Drachenritterin auf die Probe gestellt werden sollen. Auch ich werde alles geben. Ich auch, Mampf. Gut, dann lasst uns gehen. Ah, okay, es regnet doch immer. Bomesia, Reich des ewigen Regens. Aber was zu tun bin... Aber was zu tun bin ich denn wirklich imstande? Aber sich darüber den Kopf zu zerbrechen, dafür ist es jetzt zu spät. Okay, hier gibt es wieder einiges an Items, die wir uns suchen müssen. Ist jetzt natürlich nur die Frage, wo sind die alle? Warte mal, wie viel sind das? Okay. Ups. War das jetzt schon richtig? Ich gehe nochmal ganz fix zurück ein Stück. Nicht, dass ich hier irgendwas... Ah, genau. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe, wollte ich gerade sagen. Wir haben die Stellatia Cancer erhalten. Das ist Krebs. Also das sind ja diese ganzen Tierkreiszeichen. Und das ist Krebs. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war damals, dass sie die Krankheit Krebs auch so genannt haben. Weiß nicht. Ich dachte immer so, das hängt dann eh nicht so ganz zusammen, aber da hängt es komischerweise zusammen. Oder auch Leber. Wo man denkt, Leben, Live, Liv oder was auch immer. Leber heißt Liver. Wenn ich das mal gehört habe, dachte ich mir, okay. Sehr einfallslos. Gut, das Viech kennen wir ja schon für Genüge. Mal gucken, das ist immer noch Flunderdrache. Gott sei Dank ist das hier nicht so, dass man mehrere Monster hat, die gleich aussehen, aber anders heißen. Das wäre ein bisschen doof. So, aber ich hole trotzdem mal eine Liste wieder. Flunderdrache. Nee, den hatte ich wirklich schon. Okay. Feuerdrache war das andere. Okay. Gut, hier gibt es eigentlich gar nicht mehr so verkehrte EXP. Ist natürlich für mein jetziges Level ein bisschen wenig, aber ich bin zufrieden. So. Oh oh. Schon wieder ihr, sag ich. Wirklich ein lästiges Pack, sag ich. Seid bereit zu sterben, sag ich. Beziehungsweise sag ich. Töten. Ups, das war mein Handy. Dann gucke ich gleich. Jetzt wird Let's Played und nicht aufs Handy geschaut. Oh, das macht so Spaß momentan. Ich könnte... Wenn ich könnte, würde ich die Zeit anhalten... Würde mich von allen möglichen Krankheiten heilen, damit ich da irgendwie nicht vorgelastet bin.
Und dann würde ich aufnehmen ohne Ende die ganze Zeit. Ach so, der hat ja noch Dingens. Da kann man Echokraut auf sich machen. Hm. Okay, das nächste Mal dann. Zwei AP, das ist gut. Irgendwie kriege ich dauernd Skeletons-Karten. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Vielleicht soll ich die dann wirklich mal absichtlich verspielen oder so. Ihr seid ja immer noch nicht tot. Das wird diese Generälin aber gar nicht gefallen, sage ich. Genau. Und wenn die erstmal sauer ist, dann habt ihr gar nichts mehr zu lachen, sage ich. Generälin Beatrix. Wieso schafft die da auch so böse Sachen mit? Ich dachte, das ist auf Pranis Mist gewachsen und gut. Und, aber nein, die macht da auch mit. Gerade die. So. Und wieder ein Flunderdrache. Die Stadt an sich sieht eigentlich ziemlich schön aus, muss ich sagen. Ich frage mich, wie die ausgesehen hat, wo sie wirklich noch gut bei Schuss war. Oh, ich glaube, Quina geht jetzt drauf. Ah, Gott sei Dank verfehlt. Ich muss gleich mal wirklich... Ah, schön. Auto-Potion. Und das wird noch nicht mal Also ich muss jetzt noch nicht mal irgendwie meinen Angriff dafür stoppen. Das ist ja cool. Das müsste eigentlich jeder haben, so eine Auto-Potion. Das ist echt geil. Ich habe schon wieder vergessen, Echokraut zu machen. Naja. Okay, der hat Gemach gelernt. Das gefällt mir. Mal gucken, was wir sonst noch lernen können. Ich glaube aber, dort in der Richtung war es dann nichts mehr. Ich werde eh erstmal heilen. Oh, beziehungsweise... Na doch. So. Nur ganz grob ein bisschen heilen. So, passt schon. Okay, anlegen. Das hat er gelernt. Und was anderes kann er momentan nicht lernen. Hier muss ich natürlich noch auf Eisra warten, bis ich den Oberstock dranlegen kann. Von 16 auf 23 der Angriff. Das bringt nur trotzdem dem nicht viel. So, Kisten. Gib mir eine Kiste. Hm. Da komme ich nicht lang. Kein Ausrufezeichen. Dann gehe ich mal da hoch. Ich bin am überlegen, ob ich diese komischen Ruckelprobleme vielleicht nicht lasse oder so. Ich meine, stört euch das? Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Ich werde es mal in den vorherigen Parts, wenn ich die dann... Oh! Schön! Nein, wieso stirbt denn der schon? Okay, auf jeden Fall, das sind diese Viecher dort. Gegen die muss ich kämpfen und muss Fressen machen. Das sind nämlich auf jeden Fall welche, von denen ich was lernen kann. Ihr habt sie gesehen, die Attacke Hammer. Und mein Gott, hätte ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ganz ehrlich. Auf jeden Fall, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich da wirklich... Ich werde mal ganz fix hier so einen Kampf nochmal verursachen. Bitte nochmal die Viecher. Nee, schade, Flunderdrache. Komm, der kann gleich... Ach nee, der ist ja ganz oben. Zidane kann gleich angreifen. Der macht mal Echokra... Es wird schon, es wird schon. Ich krieg das hin. Es wird die Zeit kommen, wo Vivi ein Echokraut benutzt. Das kommt echt. Oh cool, Auto-Potion ist fertig gelernt. Mal gucken, wo das überhaupt war. Ich glaube, das war ein Accessoire oder so. Anlegen. Autopol. Ach nee, hier Zauberumhang war das. Ob das andere... Na, Moment, ich gucke mal kurz. Ablegen. Und jetzt hier mal schauen. Zauberkürass. Zauberumhang. Oh, perfekt. Das ist gut. So, hier. Und der kann dann derzeit mal das hier anlegen. Okay. So muss es sein.
Aber Moment mal, ach nee, warte mal, das wollte ich nicht. Ich will mal ganz kurz was gucken. Und zwar, wenn ich das jetzt hier ablege, kann der das auch haben? Nee, kann er nicht. Okay. Das beantwortet mir alle Fragen. Dann ganz normal das hier anlegen und alles gut. So. Na egal. Ich gehe jetzt mal hier rein. Eine Goldnadel erhalten. Eine Potion erhalten. Hier gibt es viele Gegenstände, wie es scheint. So, das sind Hypnolisk. Muss ich mal gucken, ob die mir was bringen. Also so rein fressensmäßig. Ach komm. Wieso sind die so schwach? Hypnolisk. Mal gucken, ich habe doch eine Liste. Hypnolisk. Habe ich hier was? Nö, anscheinend nicht. Entweder habe ich die Attacken schon oder... wer weiß. So, okay. Nix. Hier komme ich gar nicht rüber. Schade. Na gut. Dann bestimmt von der anderen Seite oder so. Da gibt es ja noch die andere Treppe, die da hochführt. Und ich muss dran denken, am Südentor, Bordenbogen, da liegt noch ein Item. So, und jetzt ganz, ganz, ganz schwach hier angreifen. Mit wem? Kann ich eigentlich nur mit Freya machen. Komm, bitte nicht so stark. Bitte, bitte, bitte. Nicht sterben. Ach, Gott sei Dank. So. Zur Not greife ich ihn nochmal an, wenn das noch zu stark ist, das Viech. Ungenießbar, Mampf. Okay. Hypnolisk abgehakt. Auch wenn es nicht auf der Liste stand, ich wollte es trotzdem ausprobieren. Weil ich, ja, es kann ja sein, dass die Liste, der hat irgendwas gelernt, dass die nicht ganz so zuverlässig ist oder so. Hab's mir zwar aus dem Internet rausgesucht, aber naja. Mal sehen, was das war, was er gelernt hat. Was wird denn das gewesen sein? Das hattet ihr doch alles schon, oder nicht? Wahrscheinlich hier irgendwas, Holzauge oder so. Ach, keine Ahnung. Oder war es hier was? Wer weiß. Na gut, raus hier. Und dann andere Treppe hoch. Die Musik ist sehr schön hier. Sehr beruhigend. So, gleich wenn ich auch fertig gespielt habe, werde ich mal mein vorgelesenes rendern. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, es gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ich habe das hier mich jetzt so ein bisschen vorbereitet, weil die Kapitel von meinem Buch, die werden ja nicht... benannt nach, was weiß ich, eisiger Schneesturm oder keine Ahnung sowas, sondern die werden ja so benannt, wie jetzt die Hauptpersonen sind, die jetzt damit spielen. Zum Beispiel Bran, Caitlin, Eddard. Ne, also Eddard ist ja nett, das ist nur so eine Abkürzung und so weiter. Und ja, vielleicht, weiß nicht, was ihr dazu sagen werdet. Ups, gar nicht rausgehen, Junge. So. Und da habe ich halt vor uns ein bisschen was vorbereitet. Ging eigentlich ganz schön fix. Und mal sehen, wie es euch gefällt. Eine Goldnadel erhalten. Sehr schön. Ups, was war das denn?
So. Hilfe rufen. Okay. Ah, dich brauche ich. Bleib hier. Sehr schön. Nicht, oh, nicht doch den angreifen. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Mist. Jetzt muss ich warten, bis Freya wieder frei ist. So, komm, komm, komm. Und Angriff. Och Mann, der ist viel zu schwach. Das gibt's doch gar nicht. Das nächste Mal greife ich mit Vivi an. Bam, badam, badam. Na gut. Nee, ich gehe erstmal ganz nach links. Flundertrache. Mhm. Mal sehen, also hier laut... so, jetzt macht der hier mal Echokraut. Okay, Echokraut haben wir hier. So, die kann mal ganz normal angreifen, genauso wie der und der. Ah, ich hab's geschafft, der hat Echokraut gemacht. Juhu! Wurde ja mal Zeit. So, mal sehen. Also wie gesagt, ob das jetzt hier links überhaupt weitergeht, weil laut Kampfarena sieht das aus wie so ein abgeschlossener Balkon, der oben zu ist. Mal gucken. Aber gerade eben sah es eigentlich eher aus, als ob man da langlaufen kann. Hm. Doch, da geht's lang. So, hier ist ganz wichtig, ihr dürft nicht rennen. Ihr müsst langsam rüberlaufen. Dafür kriegen wir nämlich die Gemini-Stiefel, die wir ja eigentlich schon haben. So, das ist nämlich jetzt runtergefallen. Ihr seht, jetzt ist unten auch das, das eine Teil fertig. Und ich weiß nicht, ich gehe mal noch nicht hier rein. Das sieht mir so aus, als ob es da so weitergeht. Gut, jetzt ist das nämlich abgestürzt, hat uns unten den Übergang wieder gegeben. Und deswegen gehe ich mal hier lang direkt. So. Ich will mal gucken, Gemini steht... Ach Mensch, immer dieser Kampf gleich. Jedes Mal, wenn ich was schauen will, kriege ich einen Kampf. So. Mal sehen, wenn ich jetzt gleich mit Zidane angreife, vielleicht ist der stark genug, um den mit einem Hieb auszusetzen. Oh Gott. Ich glaube, ich muss den Part gleich mal cutten. Piu, meine Güte. Oh, Trunks, na klar. Ist klar. Das bringt mir jetzt auch so viel. Na gut, okay, das heißt, ich werde jetzt diesen Part erstmal beenden. Wir sehen uns gleich im nächsten wieder und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß weiterhin. Bis dahin und ciao, ciao!